Die Aktienmärkte sind ja seit vergangenem Sommer so richtig ins Laufen gekommen. Und so mancher aktive Fonds kam da nicht mit. Wohl dem, der sich damals einen Indexfonds ins Depot gelegt hatte. Da hinkte dann niemand hinterher. Und so feiern die ETFs weiterhin Rekorde. Herzlich willkommen zu Gewinn mit ETFs, dem Forum der Experten, meine Damen und Herren. Wir nehmen uns die jüngsten Trends und Tendenzen vor, denn auch die ETF-Branche kommt jetzt allmählich unter Druck oder anders gesagt neutral. Es kommt einiges auf Sie zu, vor allem neue Regulierungen und das Thema Steuern. Darüber diskutieren wir heute. Ich begrüße Detlef Knopf. Er kommt von Lipper, der Fondsanalysefirma des Informationsanbieters Thomson Reuters, und er leitet das Research für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Und weiter geht's mit Thomas Meyer zu Drewer, der das ETF-Geschäft der Commerzbank unter der Marke ComStage verantwortet. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Rekordmarken genauer an. Wir haben eine Grafik vorbereitet, auf der sehen wir die Anzahl der ETFs in Europa. Und da sehen wir die Kurve. Naja, hat sich jetzt etwas abgeflacht, aber wir sehen vor allen Dingen die Assets under Management, also das verwaltete Vermögen oder verwaltete Volumen. Das zeigt weiter kräftig nach oben. Das ist natürlich auch verständlich, weil die Kurse gestiegen sind. Ist dieser Rekord oder ist dieses Rekordniveau überwiegend durch Kurssteigerungen zustande gekommen oder gibt es da auch echte Neuzuflüsse in diese Anlageklasse, Herr Knopf? Also ich bin der Ansicht, dass es nicht nur durch reine Performance dazu gekommen ist, dass wir jetzt einen Rekordhoch in ETFs haben. Wir haben ja verschiedene Effekte. Einmal den Neukauf von ETFs durch Anleger, gerade wenn wir uns das vorvergangene Jahr anschauen, auch das vergangene Jahr, wo halt viel neues Geld auch in Richtung der ETFs geflossen ist. Dann haben wir natürlich Performance-Effekte. Wenn die Märkte sich positiv entwickeln, trägt das dazu bei, dass die Volumen steigen. Und natürlich auch Umschichtungen. Das heißt, Investoren, die jetzt meinetwegen aus dem DAX in den Eurostoxx oder etwas breiter sogar noch in den MSCI-Welt umschichten. Ja. Neues Geld, wenn man zu Drewer ist, ja hoch willkommen. Also nur Kurssteigerung reicht ja nicht. Also haben Sie die bekommen? Ja, haben wir auf jeden Fall bekommen. Wir sehen auch momentan einen gewissen Trend, dass es, wie der Glof gerade sagte, in Aktien reingeht. Also das würde die Umschichtung anbetreffen. Raus aus Renten-ETFs hin zu Aktien-ETFs. Und was wir dann auch klar sehen, dass sich einige auch etwas längerfristig positionieren. Das war ja nun etwas, was wir seit 2008, 2009 beobachtet haben, dass vor allen Dingen der kurzfristige Trend entscheidend war, hohe Handelsumsätze. Wir leben allerdings von Assets under Management. Deshalb natürlich ist es hoch willkommen, um Ihre Frage aufzugreifen, dass wir Zuflüsse sehen. Was kaufen die Leute? Also man hat so ein bisschen den Eindruck, das sind die üblichen Standardindizes, die eigentlich jeder kennt. Und was ein bisschen spezieller ist, da fassen die Leute nicht zu. Das ist ein Trend, den wir auch beobachten. Das heißt, wir sehen bei den klassischen Standardindizes, dem MSCI Welt, MSCI Emerging Markets, den Dow Jones, Eurostox, dem DAX, aber auch auf der Rentenseite bei den Standardindizes gute Einzuflüsse. Auf der anderen Seite sehen wir bei den sogenannten Strategie-ETFs sehr schwache Zuflüsse, wenn es überhaupt Zuflüsse sind, und nicht nur das Geld, was zum Managen bei Auflage des Fonds in den Fonds gegeben wurde. Auch bei Ihnen? Also die Großen sind es und alles, was ein bisschen spezieller ist, schwierig. Ja. Also es ist tatsächlich die großen Themen, wie Herr Knopf gerade angesprochen hat. Das ist aber auch schon längere Zeit so. Das überrascht auch nicht weiter, weil auch sehr viele Portfolios Renten- oder Tagesgeldlastig sind. Und natürlich die Beimischung, in dem Fall muss man wirklich sagen, Beimischung von Aktien über ETFs zunächst einmal in die großen Standardwerte geht. Das ist vollkommen klar. Es gibt den einen oder anderen Ausreißer, wo man sagen kann, ja, da wird schon etwas spezieller. Aber das ist auch der gehobenere, der fortgeschrittene Investor, der sich damit dann beschäftigt und in der Regel schon ETFs hat. Es gibt ja doch so eine ganze Reihe von Spezial-ETFs, also die Branche ist da eben weiter innovativ, da kommt immer was Neues, dann heißt es also Minimum-Varianz oder Risk-Parity, also Gleichgewichtung von Risiko, Volatilität und so. Sind das dann Produkte, naja, sagen wir mal so, die sich ganz schön anhören, aber die keine Zukunft haben? Wie sehen Sie das? Aus meiner Sicht nein. Ich glaube, dass wir gerade, wenn die Märkte jetzt mal wieder etwas holpriger werden, das heißt, wir auch mal wieder Verluste sehen, die Kunden oder die Anleger sich schon darüber Gedanken machen, wie bin ich aufgestellt? Und wenn in so einer Phase
dann die risikogleichgewichteten Indizes zum Beispiel sich deutlich besser halten als die Standardindizes, glaube ich schon, dass wir dort Mittelzuflüsse sehen werden. Diese Produkte sind sehr neu. Mhm. Das heißt, sie konnten sich ja noch gar nicht beweisen. Und darum sind die Märkte gestiegen. Und per Definition haben natürlich solche Fonds in einem steigenden Marktumfeld eher eine schwächere Performance. Mhm. Bei Ihnen fällt auf, dass Sie vor allem im Bereich Emerging Markets differenzieren. Ist das auch ein Trend, wo die Leute jetzt schon natürlich sagen, generell, also ich will nicht nur groß das Thema Emerging Markets haben, sondern ich will auch da spezielle Themen abgreifen? Ja, auf jeden Fall. Denn Emerging Markets sind heutzutage Märkte, die in vielen Depots bereits vorhanden sind zur Beimischung. Und natürlich will man verschiedene Schwerpunkte setzen. Das ist sicherlich gewesen in den letzten 5, 6, 7 Jahren das Thema BRIC. Das geht jetzt etwas weiter, nämlich die berühmten Next 11, den nächsten 4 daraus. Das sind Südkorea, Mexiko, Indonesien und Türkei, sodass eben dort die Nachfrage nach einzelnen Ländern, aber auch an Konglomeraten von Ländern deutlich gestiegen ist. Also, jetzt könnte man sagen, alles perfekt, die Branche ist glücklich, es kann gar nichts passieren. Es gibt es aber Fondsschließungen, die haben Sie auch immer wieder im Blick. Und dann hört man eben davon, dass auch so einzelne Fondsgesellschaften sparen. Das ist ja sozusagen ein großer Trend, obwohl sie es vielleicht gar nicht müssen. Oder vielleicht geht es ihnen doch nicht so gut, wie sie nach außen hin das immer verkünden. Herr Gloff, was tut sich denn da? Ja, wir sehen natürlich jetzt nach mehr als 10 Jahren ETFs in Europa, dass die Branche einen gewissen Altersgrad erreicht hat. Und das, was wir in der ETF-Branche sehen, haben wir so oder beziehungsweise ähnlich auch in der normalen Fondsbranche gesehen. Das heißt also, die Fondsschließung, aber auch der Austausch von Personal hat dort genauso stattgefunden, wie es jetzt in der ETF-Branche ist. Es gibt ja auch viele, die sprechen in dem Zusammenhang von der Konsolidierung der Branche. Wenn Sie sich am Ende des Tages anschauen, das hat Ihre Grafik sehr schön gezeigt, hatten wir im Laufe der letzten Jahre immer mehr Fonds und auch mehr Volumen. Das widerspricht also der These einer Konsolidierung. Ja, wie ist das bei Ihnen? Also wie viel Volumen muss ein Fonds haben, damit er in diesem schönen Supermarkt dann langfristig im Regal bleibt, um es mal so vorsichtig zu formulieren? Ja, das ist eine oft gestellte Frage, die sich so einfach nicht beantworten lässt, weil es letztendlich von dem Angebot von ETFs insgesamt abhängt, das der einzelne Anbieter hat. Und da gibt es Unterschiede zwischen den Anbietern. Was der Kunde ja schätzt, ist die Möglichkeit, schnell von einem Thema zu einem anderen Thema überzugehen. Das haben wir in den letzten 5 Jahren gesehen. Ihre Frage vorhin. Ja, wir sehen im Moment auch langfristige Zuflüsse. Insofern kann man die Frage nicht beantworten. Das andere, ich würde gerne das von dem Herrn Gloff noch mal ganz kurz aufnehmen. Man muss natürlich auch sagen, man sagt immer so, die Branche, ich meine, die Branche besteht natürlich aus den Anbietern und aus den Nachfragern. Die Nachfrager sind die Kunden. Und in den letzten Jahren hat sich die Nachfrage ganz deutlich verändert. Nämlich von einem einfachen DAX hin zu komplexeren Strategien, vielleicht auch dem einen oder anderen, was sehr speziell ist. Und um auch noch mal auf Ihre Frage Minimum Varianz zurückzukommen, ja, solche Produkte müssen sich beweisen und natürlich werden die in Phasen aufgelegt, wo der Markt auch in diese Richtung, in die Richtung der Strategien zu gehen scheint. Das eins der Hauptprobleme ist, dass viele institutionelle Investoren einen sogenannten Track Record, also einen Erfahrungshorizont von 3 bis 5 Jahren verlangt und deshalb sieht man natürlich die Auflage dieser Produkte, aber die müssen sich in der Tat am Markt erst noch beweisen. Wenn man trotzdem in der Branche fragt, dann kommen Sorgenfalten auf und dann heißt es Regulierung. Schrecklich. Also Aufsichtsbehörde ESMA hat wieder neue Ideen, Wertpapier, Leihgeschäft muss neu reguliert werden, Transaktionssteuer kommt im Hintergrund auch wahrscheinlich, wird die Branche betreffen. Wie schwierig ist es oder welche Schwierigkeiten kommen damit auf die Branche zu? Kann man das jetzt schon so abschätzen? Naja, sicherlich ist der Wust an den neuen Regulierungen, die auf die Branche zukommen, erstmal nicht einfach zu bewältigen. Zum anderen wird das sicherlich auch dazu führen, dass die Kosten für die Verwaltung eines Fonds steigen werden. Mhm. Und auf der anderen Seite führt das natürlich dann dazu, dass die Performance für die Anleger schlechter wird. Mhm. Ja, und das würde natürlich dann unter Umständen eine gefährliche Angelegenheit sein. Oder wenn man natürlich auch sieht, dass der eine oder der andere das besser wegstecken kann und dann kommen vielleicht die kleineren Fondsgesellschaften eher unter Druck. Also Herr Meier zu Drewer, Sie haben natürlich keine Sorgenfalten, zumindest Sie lachen, aber trotzdem
Gedanken müssen Sie sich auch machen. Ja gut, wir sind natürlich gut aufgestellt. Was heißt natürlich? Ich meine, man darf sich keine Illusionen hingeben. Das ist ein Geschäft, das ETF-Geschäft ist ein Geschäft mit niedrigen Erträgen, mit größten Regressionseffekten. Entsprechend sind wir aufgestellt. Wir können manches nicht tun, was unsere aktiven Kollegen gerne tun. Aber in der Tat, uns treibt auch um, dass natürlich Regulierung auch zu zusätzlichen Kosten führt. Mhm. Die Frage ist nun, wie die Entwicklung weitergeht. Also werden Aktive möglicherweise wieder stärker werden mit guten Märkten und vielleicht mit der größeren Chance der Outperformance? Kommt da wieder eher Interesse auf? Und wie sehen Sie das? Also wir haben schon angesprochen, Konsolidierung so richtig gibt es eigentlich nicht. Nur so ein bisschen austauschen hier und da. Kommt da doch ein bisschen auch in Verbindung mit der Regulierung auf die Branche zu, wenn jetzt die Kosten beispielsweise steigen, so dass jetzt hier die goldene Zeit der ETFs zumindest ihren Glanz verloren hat, um es mal so vorsichtig zu formulieren? Naja, die Kosten steigen ja für alle. Ja. Damit sind die aktiven Fonds genauso betroffen wie die ETFs. Von daher glaube ich, dass es da schon anhand der Regulierung Änderungen gibt, also gerade bei den Strategien, die verfolgt werden. Aber prinzipiell, wie gesagt, betrifft es beide Seiten, die aktive und die passive Seite. Von daher sind wir dort sehr zuversichtlich, dass wir auf beiden Seiten Wachstum sehen werden. Mhm. Ja, ich glaube, was entscheidend sein wird für die aktive Seite ist, dass man sich doch stärker auf einzelne Schwerpunkte konzentriert. Das haben wir schon mal gesehen nach dem Platzen der Blase 2002. Fondsboutiquen waren dort im Kommen. Ich glaube, dass dadurch natürlich der ETF-Markt steigen wird. Der wird noch aus einem anderen Grund weiter steigen, weil Kosten eben nicht nur in Performance ausgedrückt, sondern vor allen Dingen auf der operativen Seite für institutionelle Kunden speziell eine immer größere Rolle spielen werden. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Also der Supermarkt ist weiterhin prall gefüllt und die Kunden sind ordentlich dabei und kaufen ein. Bezogen auf die ETF-Branche sieht es eigentlich ganz gut aus und viele Anbieter und auch Produkte bedeuten natürlich auch viel Wettbewerb und der kommt dann letztlich auch allen Anbietern oder auch allen Anlegern vor allen Dingen zugute. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.